Schön, dass du dir Zeit nimmst, Koretaki, das Tanzplätzchen im Internet, näher kennenzulernen. Ich bin auf Koretaki angemeldet und jetzt auf der Suche, welche bestehenden Gruppen gibt es, bei denen ich mich beteiligen könnte. Links finde ich eine Fläche Gruppen und hier sieht man, welche Gruppen zur Verfügung stehen. Ich denke mir, Tanz und Therapie klingt interessant und trete bei. Bestätige meinen Beitritt und bin jetzt schon Mitglied bei Tanz und Therapie. Es ist eine offen gehaltene Gruppe. Das heißt, man muss nur seinen Mitgliedsantrag stellen und man wird automatisch freigeschaltet für die Gruppe. Jetzt schauen wir uns Tanz und Therapie an. Auf der Startseite werden die letzten Beiträge aufgelistet. Das ist nach Eintrag. Also der letzte ist am 20. März, der davorgehende am 5. Februar. Wenn ich die Beiträge, die Tanzveranstaltungen in einer zeitlichen Reihenfolge sehen möchte, klicke ich auf den Gruppenkalender und kann hier sie im zeitlichen Ablauf sehen. Ich denke mir, ich würde jetzt gerne dieser Gruppe eine weitere Veranstaltung hinzufügen, klicke auf Veranstaltung erstellen und ergänze den Eintrag. Sobald ich die Inhalte ergänzt habe, findet sich hier bei Gruppen die Möglichkeit, diese Veranstaltung mehreren Gruppen zuzuordnen und auch dem öffentlichen Kalender hinzuzufügen oder auch nicht. Ich denke mir, diese Veranstaltung, die ist nur für diese beiden Gruppen interessant. Klicke deswegen das Häkchen bei öffentlich ab und speichere. So einfach ist es, sich bei einer Gruppe auf Koretaki.com anzumelden und etwas beizutragen.